Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück und moin, moin. Ich bin's wieder, eure Thumbletack. Und es ist Sparspielzeit. Mal wieder am Dienstag. Irgendwie wird das aktuell so meine Zeit vormittags. Weiß auch nicht, ob ich da gerade irgendwie. Ja, ich glaube, ich habe da. Da nehme ich mir einfach die Zeit. Ich habe Bock drauf. Ich muss natürlich gleich wieder arbeiten. Ich versuche es nicht zu schnell werden zu lassen heute. Und ja, wir gehen als erstes mal ins Christmas Bingo. Und ja, schauen. Wir haben diese Woche wieder 175 Euro. Das ist eine schöne Summe. Ja, und schauen mal, was wir so veranstalten. Irgendetwas vergesse ich immer, aber der Bleistift ist nicht weit weg. 10er-Würfel und 6er-Würfel. Wir nehmen beide mal in Orange. Eine 4 und eine 1 haben wir noch nicht. Spare 5 Euro. Das hört sich doch gut an. Die ersten 5 Euro sind vergeben. Mal gucken, wie lange wir die Weihnachtsspiele hier noch spielen. Ich bin wirklich gespannt. Ja, 175 Euro haben wir. 100 Euro Bonus und 75 Euro das Standard, was wir die Woche sparen können. Mal gucken, wie wir durch die Sparspiele durchkommen. Ich bin ein bisschen schniefig. Das liegt aber daran, dass ich ja, die Allergien, die kicken rein. Ne? Also der Frühling ist da. Sind wir bei 6 Euro, die wir gerade drin haben. Ja, die ersten 6 Euro des Tages sind vergeben. Wup, wup. Heute wird wieder Geld ausgegeben. Für den Hund allerdings. Ja, irgendwie so gefühlt Dienstag so der Tag, wo wir dann auch gerne mal Geld für den Hund ausgeben. Was daran liegt, dass ich da bis heute 18 Uhr arbeiten muss und dann gehen wir noch. Fahren wir eben von meiner Arbeit aus zur Action zum Beispiel. Gucken wir eben nach ein paar Wolldecken. Ist halt quasi auf dem Weg nach Hause. Das macht es alles sehr viel einfacher. So, Sweater Weather. Eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wir landen wieder auf der Cremewolle. Die brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Genau so ist es. Dann machen wir weiter. 1, 2, 3, 4. Hier das Maßband. Nimm dir erstmal Zeit, alles genau auszumessen, dass am Ende auch die Größe stimmt. Sparpause. Ja, haben wir hier schon. Hier haben wir beide. Der ist ja auch fertig, der Pullover. Ich muss wahrscheinlich gleich wieder ein Handy holen gehen. Ich sehe das schon kommen. Ja, Creme brauchen wir nicht. Wir machen trotzdem weiter. Wir wollen das Spiel ja fertig kriegen. 1, 2, 3, 4. Brauchen wir auch nicht mehr. 1, 2, 3, die grüne, da brauchen wir noch eine. 1 Euro. 1 Euro, den speichern wir uns. Wir machen weiter, gnadenlos. 4. 1, 2, 3, 4. Schafswolle. Wolle vom Schaf, nicht weniger flauschig, aber etwas günstiger, kosten 2,50 Euro. Brauchen wir die überhaupt noch? Nö. Nö. Einfach nö. 1, 2, 3, brauchen wir nicht. Das geht hier so munter weiter, ne? Wir landen immer auf der cremefarbenen Wolle, die keiner braucht. 1, 2, 3, 4. Die rote Wolle. Brauchen wir noch? Nee. Mm-mm. Eiskalt, nein. Eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nein. 1, 2, 3, 4. Pink brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Ne? Nö. 1, 2, 3, 4. In 2 Stunden sind wir durch, Freunde. 1, 2, 3, 4, 5. Scharf. Brauchen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. Richtig. Das brauchten wir gerade auch schon. Ich brauche einen Alpaka. 1, 2, Maßband. Ja, das ist gut. Das ist gut. Aber das bringt uns keine Kohle. 1, 2, 3, Spinnrad. Brauchen wir das noch? Ja. Die Rohwolle muss jetzt erstmal zum Wollfaden gesponnen werden. Kosten 2 Euro. Das ist gut, wir machen weiter. 5 ist das Minimum. 1, 2, Alpaka-Wolle, das sind 5, ne? Ja. Wolle vom Alpaka, kuschelig und flauschig, leider auch ziemlich teuer, kosten 5 Euro. Macht nichts, ich glaube, danach brauchen wir keine Alpaka-Wolle mehr. So ist es. Eins,
2, 3, 4, 5, 6 brauchen wir nicht. Bitte da bleiben. Ich muss das nächste Mal laminieren, dann ist das einfacher. 4 brauchen wir nicht. 4 brauchen wir nicht. Wir brauchen blau. 1, 2, 3. Grün brauchen wir auch nicht. Blau. Rot brauchen wir auch nicht. Brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Das waren 2 Euro. Das brauchen wir nämlich hier. Und damit haben wir 10 und das muss reichen. Ja, aber so viel fehlt nicht mehr. Hier fehlt ein Korb, da fehlt ein Korb. Und ja, ich glaube, wir machen nächstes Mal einfach irgendwas voll, oder? Sonst wird er ja nie was. Ich glaube, wir schummeln. Ich glaube, wir werden ein wenig schummeln bei diesem Spiel am Ende, damit wir das fertig kriegen. Damit wir schöne neue Dinge einziehen lassen können. Wobei die Sparsummen eh nicht so hoch bleiben. Ich muss die Spiele reduzieren, Freunde. Ich muss. Es geht nicht anders. Eiskalt. So. Eine 2. Zwei Öhrchen ziehen ins Kaminchaos ein. Haben wir letztes Mal irgendwo viel ausgegeben? Ja, bei der Valentins-Challenge, ne? Da war ich bekloppt. 47. Haben wir hier noch 2 Eurohühnchen drin? Haben wir hier noch eine ganze Menge drin? 2, 4, 6, 8, 10. Schön. Ja, und da könnten wir eigentlich schon wieder 20 einziehen lassen. Und bei allen anderen Spielen habe ich halt nicht übertrieben, außer bei der Ostereiersuche. Da habe ich tatsächlich übertrieben. Lasse ich hier wieder 20 einziehen? Wir haben ja gerade schon 10 in Sweater Weather einziehen lassen. Aber ich will ja hier vorankommen, ne? Ach ja, ach ja. Ja, noch haben wir hier ein bisschen Geld, ne? Da könnten wir eigentlich noch mal 20 einziehen lassen. Solange wir die 100 extra haben, könnte man das ja mal machen. Da ziehen wieder 20 ein. Haben wir die erste bald geschafft. Die erste ist bald geschafft. Zwölf wären es. Lassen wir 12 einziehen und nehmen wir 3. 12 wären auch schon mehr als letztes Mal. Oh, Freunde, ich weiß nicht. Lassen 12 einziehen. Das muss. Es gibt doch kein Zurück mehr. Ein Auflösezauber. Wenn wir die 3 dazu nehmen, hätten wir 15, die wir einziehen lassen können. Wie viel haben wir denn drin? Wie viel haben wir denn drin? Wir haben drin 12. Ja, hilft auch nicht so wirklich, ne? Können wir auch 12 dazu ziehen lassen. Wie viel haben wir denn das nächste Mal, wenn wir das zu Ende spielen? 6, 10, 15. Ja, machen wir nächstes Mal fertig, würde ich sagen.
Hier ein 20er. Ich tausche ja im Moment gerne hin und her, ne? So dass da gar nicht so unendlich viel Scheine drin sind. Sorry fürs Anwackeln. So, das wird auch fertig. Ah, ich glaube, wir kriegen vielleicht wirklich ein, zwei Sachen fertig diesen Monat. Das wäre doch schön. Eine, zwei, drei Eurönchen. Mal gucken, wann ich mit dem Spiel hier fertig bin. Irgendwie verstehe ich das ja auch wahrscheinlich auch nicht so ganz, oder ich bin einfach zu schlecht. Ich bin in solchen Spielen einfach, glaube ich, schlecht. So, auf 25 kommen wir dann. Ne, 26. Durch den Schnee brechen. Ja, da haben wir ja noch drei Zahlen und davon werden wir eine auf jeden Fall heute los. Letztes Mal waren es zwei, machen wir heute auch mal zwei, weil der Rest schon so teuer war. Dass wir hier nicht gleich ohne Geld dastehen. Sind wir bei 4. Das wird auch fertig. Also ich bin fast ein bisschen begeistert. Das nächste nicht. Das wohnt hier noch ein bisschen. Ja. Ja, wir brauchen viel Geld für die Sinking Funds. Und natürlich für Nami. Nami, die 900 Euro am Anfang vom Mai kommen. Und Nami kann jetzt eigentlich schon abgeholt werden. Aber wir haben erst Urlaub im Mai. Und wir wollen dem Hund natürlich gerecht werden. Wir wollen das vernünftig machen. Haben uns auch schon in der Hundeschule angemeldet. Ja, ja. Es wird. Nee, wir brauchen einen grünen und einen blauen. Eine 4 und eine 2. Es sprießt wie Unkraut. Multipliziere deine Augenzahlen. 2 mal 4. Nee, doch. 2 mal 4. 8 Euro. Oh, bist du das verrückt oder was? Die Woche ist teuer. Nummer 12. Wir haben gerade mal den ersten Binder und sind eiskalt. Haben wir schon echt einige schon verspielt. Na, wir können mal eben zusammenzählen. Wie viel haben wir denn? Wir haben schon 62 Euro von den 175 verspielt. Mhm. Könnte schwierig werden für die anderen Binder. Könnte schwierig werden. Ja. Nee. Falscher Binder. Falsche Reihenfolge. Auch falsche Reihenfolge. Ich muss die mal in der richtigen Reihenfolge in den Schrank packen. So, Safe Cube Blocks. Ja, da rege ich mich immer noch drüber auf. Egal, nicht aufregen. Wir brauchen den tollen Würfel hier. Und wir brauchen meine farbigen Stifte. Ich könnte gerade auch so ins Bett gehen. So, 1 Euro heute. Sind wir 5. Dann gehen wir in die Schornsteinfeger-Ausbildung. Bei wem wollen wir denn heute? Beim Paul. Schweinchen oder die 7? Das besonders süße Schwein. Schweine als Glücksbringer Verwendung finden, weiß ja wohl jedes Kind. Zahle 4 Euro für jedes kleine Schweinchen, das du verschenken willst. Wir nehmen das Schweinchen. 4 Euro. So,
sind wir bei 17. Ganz schön windig draußen. Schiedwetter haben wir. Schiedwetter. So, ein bisschen Liebe versprühen. Wir gehen einfach einen weiter. Wir kommen von da, da, da. 5 Euro. 5. Und sind damit bei 42. Die Antwort auf alles. Die Antwort auf alles. Haben wir hier noch einen 20er drin? Einer ist noch da. Wir kommen auf 42. So. Dann das Fest der Mäuse. Hier sage ich jedes Mal, das wird noch ewig dauern, bis die auszieht. Hihihihi. Ja, ich konnte nicht. Entschuldigung, es musste sein. Es musste einfach sein. Ich wollte mich heute zurückhalten, aber das ging nicht. Eine 5. Eine 5. Brauchen wir die noch? Nö, brauchen wir nicht mehr. Eine 8. Die brauchen wir noch. Sind 14 Euro. Habt ihr auch so bescheidenes Wetter? Naja, wenn ihr das Video seht, ist wahrscheinlich Samstag. Von daher, wer weiß, wie euer Wetter Dienstag war. Ich weiß auch nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Ich vergesse sowas sehr schnell. Sparkrimi. Ich bin versucht, ihn schon wieder aussetzen zu lassen, aber... Aber, wen haben wir denn letztes Mal geöffnet? Gräfin Isodora? Sieht nicht so aus, als hätten wir die Gräfin geöffnet. Ach, ich verwirr das Kind. Dann haben wir Jonathan Montefort geöffnet, genau. Und jetzt rubbeln wir das frei und sparen 5 Euro. Jonathan, ich ging nach dem Dinner in den Wein, nach dem Dinner in den Weinkeller. Wann hat das Dinner stattgefunden? Steht da nicht. Okay, dann schreibe ich erstmal nichts auf. Ich weiß, ich bin unglaublich schlecht in dem Spiel. Bitte, bitte nicht lustig machen. Bitte, bitte nicht. So. 5 Euro kommen dazu. Chaos schon wieder hier auf dem Tisch. 2 Spielrunden weiter, Chaos. So, Poison Apple, dieses Spiel ist so schön, wirklich. Wir gucken mal, wir sind... Ja, da weiß ich immer nicht, was ich nehmen soll. Ich gehe da einfach mal vorwärts. Vorwärts war... Der rote Apfel. 4. 1, 2, 3, 4. 1 Euro. Damit kann ich heute sehr gut leben. 43.
Mario. Oh, wie viel hatten wir letztes Mal? 7. Das wirst du hier unten auf der 7 gewesen sein, mein Freund. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 Euro. Yay. Wir machen wieder Geld gut. Aber 8. So, zwei Beine haben wir geschafft. Die werden auch gefühlt immer dicker. Mal in der richtigen Reihenfolge hier hinstellen. Dann kommt Kampf um den Kontinent. Das war dieser Bein da hier, oder? Ja. Genau, da machen wir einfach mal ganz entspannt weiter. Und schauen wir mal, was wir so beim Kampf um den Kontinent sparen. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eine Schatzkiste. Bei deiner neuesten Eroberung ist diese Truhe in die Hände. Ist dir diese Truhe in die Hände gefallen? Zieh ein goldenes Los und schau, was du erbeutet hast. Ein goldenes Los, Freund, das ist das erste. Ich glaube, es ist das erste. 70, also 7 Euro. Damit kann ich leben. Hatten wir letztes Mal auch. Das tue ich da erstmal so wieder rein. Damit sind wir dann bei 19. Und die letzte Feste. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Euro. Ich kann mich noch an eine Spielrunde erinnern, da habe ich die höheren Summen genommen. Da hatte ich aber noch nicht so viele Spiele, wie ich jetzt habe. Ach ja. Witzigerweise, ich schreibe ja jetzt 100 Mal das Datum und ich musste ja jetzt noch nicht wieder nachgucken, wie weit wir da sind. Aber nachher auf der Arbeit werde ich wieder 100 Mal gucken, welchen Tag wir heute haben. Das ist immer so. So, wir sind bei 36? 32. 32 Euro. Blick in die Zukunft. 1, 2, wir nehmen 3 Euro. Ja, das Geld wird langsam knapp. Das sind aber 5. Ich habe ja schon gelesen, dass ein paar von euch mitfiebern, wie lange mein Geld immer aushält bei meinen ganzen Spielen. Ich weiß, I'm crazy. Warum habe ich letztes Mal nicht gespielt? Ich glaube, ich war auf Aussetzen, ne? Genau. Eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 Euro. Das wäre auch mal was Neues, wenn der Stift nicht mindestens einmal runterfallen würde, Freunde. So. Gary und die Goldkammer. 1, 2, 4 Euro. Hatten wir letztes Mal 10. Nee, nicht wieder runterfallen. Vier waren es jetzt, ne? Ja. 14. Und das märchenhafte Sparspiel. 1, 2, 3, 3,50 Euro. Naja, ist ja nicht das Problem. 50 Cent Stücke habe ich ja. Ich könnte jetzt natürlich auch wieder ein bisschen schummeln, aber ich will nicht. Ich
glaube, hier sind keine 2-Euro-Stücke mehr bei, ne? Nee, alles nur noch 1 Euro. Muss ich mal ausgeben. Sind 6,50 €. Ich höre meine Waschmaschine schleudern. Wie immer. So, wir gehen in Wildflower. Das war Würfel, ne? Ja, ich habe es immer noch nicht laminiert. Wird auch jetzt nicht mehr passieren. Ja, würfeln. 1, 3. Damit sind wir bei 12. Entschuldigung. Ja, man sollte das dann da auch wieder mit reinpacken. Happy Easter. 1, 1. Wir landen auf dem Ei. Was macht das Ei? Nichts? Da. Du bist fertig mit Eier bemalen. Oh Gott. Ja, man sollte das auch nicht lesen, wenn da was vor ist. Du bist fertig mit Eier bemalen. Gute Arbeit. Jetzt schnell ein Feld vor. Okay. 5 Euro. Natürlich. Und 7. Oh, nur noch der Fuffi da. Den müssen wir vielleicht gleich wechseln. Das große Osterfest. 1, 12. Da. Jedes Mal suche ich ihn wieder. 1, 3 und 1, 5. 6 Euro. Jedes Mal will der Stift da runterrollen. Ich glaube, es ist hier abschüssig. Damit sind wir bei 11. Ja, den Fuffi müssen wir jetzt klein machen. 10, 20, 30. 40, 50. Irgendwann ist dieses Geld nicht mehr da. Und dann habe ich ein Problem. Ja, dann werden ja in gewissen Umschlägen hoffentlich noch Gelder drin sein. So, 11. 10 und 1. Ja, wie gesagt, wir wollen heute zur Action. Mal gucken nach Wolldecken. Eine Wolldecke haben wir hier schon, die so ein bisschen wasserfest ist, die aufs Sofa kommt. Und ja, denn aufs Sofa darf sie, ins Bett darf sie nicht, die kleine Maus. Also zumindest nicht laut meinem Freund. Für mich wäre es egal. Und da wir beide aber am gleichen Strang ziehen wollen und müssen, ja, ne? So. Ja, hier würde ich natürlich wieder, die würde ich gerne abschließen, aber ich glaube, es wird schwierig. So viel Geld haben wir gerade nicht mehr. Wir rechnen mal zusammen.
Das wäre schon mal 1 Euro. Das wären 7. Das ist schon wieder eine Menge, ne? Aber 10 machen wir auf jeden Fall. 7. Und das wäre einer. Und das wären 2. Das wären 6. Ne, das ist mir zu viel. Das wären 6 und 3 und 4. Das wären 13 nächstes Mal. Und das wären dann noch. Das ist eine Menge Holz, die Male das noch voll zu machen. Wir sind jetzt bei 11. Vielleicht gucken wir gleich nochmal, ob wir da noch mehr zunehmen. Habe ich letztes Mal gar nicht eingetragen. Das stimmt nicht. Das ist noch deutlich mehr bei 30 nämlich. Jetzt sind wir bei 61. So, ja, dann geht halt hier diesmal vielleicht nicht so viel rein. Was habe ich denn letztes Mal? Habe ich hier 15 Euro eingezahlt. Das ist natürlich auch nicht ganz so wenig. Ich die hier direkt voll gemacht. Ich glaube, wir spielen mal erstmal wieder die letzten zwei Spiele. Vor allem das hier und dann gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind 5 Euro. Im Gartenfrühstück, das waren es letztes Mal auch. Da habe ich auch immer noch keinen Tracker zu. Und dann haben wir hier noch, das war auch Würfeln, ne? Das Schmetterlingswürfeln. Nee, oder? Nee, kann ich mir aussuchen, ne? Nehmen wir da wieder 5. Haben wir überhaupt noch einen 5? Ja, haben wir. Dann nehmen wir wieder 5. So. Gucken wir hier noch mal kurz rein, weil da ist noch die Honigreise. Was habe ich gewürfelt? Eine 1. 5 Euro. Gut, dass wir reingucken. Sind wir bei 6. Verschieb hier alles. Hier wird nur Chaos gemacht, Freunde. Nur Chaos. Ich bin eine Chaos-Queen. Ich muss heute noch eigentlich eine ganze Menge Videos drehen, aber das werde ich wahrscheinlich schaffen. So, die Motivationsfee. 1, 2, 3, 4, 5. Bringen den Glasmüll weg. Nö, der wird bei uns abgeholt. Und das muss ich zum Glück nicht. Ha! Wie viel haben wir noch? 20. 5 würde ich hier diese Woche, glaube ich, gern reinstecken. Ich glaube ja. Wollte ich letzte Woche schon, habe ich nicht. Ich würde gern am liebsten nicht jede Woche ungefähr 5 da reinstecken. So, 27 haben wir dann in Billy Idol. Ja, da bleiben jetzt erstmal die 5. Die 5er drin. Im Zweifelsfall kann ich da wechseln. So, den hätten wir dann auch. Und dann haben wir noch 15 hierfür. That's not bad. That's not bad. Was war bei den Eiern? Eier? Die Eier sind verschollen. Der nächste wäre 6.
Ich glaube, da nehme ich nochmal 6 mit rein. Dann wären das 17. Was war denn dann da danach? Nehme ich nochmal 9 mit rein, dann wären es 20. Ne? Ja, wir nehmen beide nochmal mit rein. Dann wären wir auf 70. Und können das auf jeden Fall abschließen. Hätten hier dann jetzt aber nur noch 5 und Kleingeld. Ne? Ja, eine Blume anmalen, würde ich sagen. Ein Blümchen malen. Und mit welcher Farbe malen sie denn an? Gelb? Gelb? Ich glaube, mit Gelb. Gelb. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben. 8. 8, das kriegen wir hin. 8 Röhnchen. Damit sind wir bei 23. 20 und Kleingeld. Yay! Ja, wir sind tatsächlich durchgekommen. Ne? Das erstaunt mich tatsächlich ein bisschen, dass wir das so gut geschafft haben und wir in ein, zwei Challenges wirklich kurz vorm Ende stehen. Das ist nice. €173,50. Finde ich gut. Wir haben nicht alles von Kleingeld verspielt. Das ist aber auch immer ganz gut, wenn man das nicht tut. So, wir rechnen nochmal gegen. Okay, irgendwo habe ich 5 Euro vergessen. Ja, hier, die unten, die 5. Alles klar. 173,50 ist richtig. Ja, das wäre es dann diese Woche. Und ich freue mich schon auf die nächste, wo wir dann auch hoffentlich wieder 100 Euro mehr haben. Das wäre natürlich nice. Und ja, dann wieder ein bisschen was schaffen. Ne? Auf jeden Fall müssen, sobald ich keinen Bonus mehr zur Verfügung habe, die Spiele reduziert werden. Ob ich das kann, das ist so die große Frage. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Ganze Spaß gemacht. Ich bin nicht ganz so durchgehetzt, glaube ich. Und ja, beim nächsten Plan with Me erzähle ich euch auf jeden Fall auch noch ein bisschen was zum Hund. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei. Ich wünsche mir natürlich immer ein Abo und ein Like. Aber hey, das ist nebensächlich. Hauptsache, wir haben hier alle Spaß. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure ThimbleTech. Bye, bye.